Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Wer sind Sie? Bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Was hören Sie uns noch? Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. In Luisas Haus Schutz suchen. Ja, im Radio hieß es doch Luisas Haus am Acker. Beim Arznei schon. Ich verbrauche viel zu viel Munition. Halte durch, Vater. Blau. Verdammt. Na. Mann. Also geht die Mine nicht hoch. Wenn wir nicht schnell etwas tun. Mann. Spawnen die immer? Das ist eine bestimmte Anzahl. Mann! Ich blocke! So, was keine rostigen Reste.
glaube, jetzt sterbe ich. Wie geht's weiter? Wieder Munition verschwendet. Da ist ein Relief drin. Wird der Türriegel ist fest verschlossen. Fest zugeschraubt oder so. Kommt, alles gut. Wieder Munition verschwendet. Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Ich hoffe es. Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Als wenn wir wissen, wer Mutter Miranda ist. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Sie riechen ist das nicht Blut. Mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bleibst draußen. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Vielen Dank. Endlich wissen, was die Sache ist. Schon in Resident Evil 7 hat mir keiner was erzählt. Speichern. Lisa, sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Ich glaube, Ernest haben wir kennengelernt. Mutter Miranda hat von uns abgewandt. Hier lang. Sie ist eine Göttin irgendwie. Bilder vom Dorf, da oben rechts ist die Walkürenstatue. Windmühle. Nicht mal Aufklärung. Oder zieht sich das bei Resident Evil 7 wieder so ins Ungewisse bis zum Ende? Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Natürlich, alter Mann. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen?
Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Würde ich gerne auch mal wissen. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er wollte nur kurz Zigaretten holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Wer zur Hölle ist Miranda? Der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Die Geschichte ist verrückter als ein... Am Anfang die Hexe. Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Jetzt brennt die ganze Bude. Wird da auch so einen dieser Tiere. Er wird uns töten. Wir müssen weg. Lass ihn los. Elena? Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Das ist schon wieder wie vorhin. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Jetzt ist es wieder synchron. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. War bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. War gleich im siebten Teil. Wir müssen hier raus. Guck mal, jetzt ist es schon wieder flüssig. Immer bei den Sequenzen. Ja, im Vergleich zum siebten Teil. Hat hier mal Ethan auch mal mit anderen Menschen zu tun. Vorratslager. Falls nötig, nimm den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger.
Mit Munition. Unser Schlüsselanhänger. Erster Eindruck von Village. Ja, wie beim siebten Teil. Nur Fragezeichen. Ich bin jetzt aber trotzdem etwas sozialer unterwegs. Wo ist denn jetzt der Schraubenzieher? Hast Schlüsselanhänger? Wo ist der Schlüsselanhänger? Und ja. Was hat das alles mit Rose zu tun? Mutter Miranda. Hat sie zu sich geholt ins Schloss. Hä? Da ist er. Versuchen Sie Objekte genau, um eventuell neue Hinweise zu sehen. Da ist er. Das Feuer breitet sich aus. Na, klappt das jetzt mit dem Auto aus der Garage? Ethan, was meinst du? Bei der Baker Farm hat es ja nicht geklappt. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ich glaube, sie wird auch nicht überleben. Gas geben. Ethan, das ist eine Steinmauer. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Nach oben. Ethan kann einfach kein Auto fahren. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Ja. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wer weißt du von meiner Familie? Ich habe dir noch gar nichts davon erzählt. Das wäre schön. Komm, es hält. Ach, so geschafft. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Moment. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey. Ethan hat ja gerade wieder einen linken Daumen. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Wieso hat er jetzt wieder gibt es nichts außer alle Blut Finger? Und warum? Und ich wäre ganz allein, bist du... Hä? Habe ich was Alter? Verpasst? Oh. Elena nicht. Ganz allein bist du... Vater? Oh. Elena nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um.
kann man nur so blöd sein. Nicht bewegen! Los, nimm meine Hand! Los, nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße. Immer nur bei den Sequenzen. Wieso müssen alle sterben? Das ist... Müssen alle sterben? Das ist... Das ist einfach nicht fair. Ethan, du bringst nur Unglück. Und schon wieder, jetzt ist wieder alles normal. Ich muss dann nochmal gucken, was da los ist. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los.